Jetzt folgt deine Prüfung im Fach Englisch. Englisch? Ja. I try my best. Ja, das war doch schon mal ganz gut. So, ich schaue jetzt mal, ob ich deine Lücke finde. So. Richtig, ganz genau. Ich habe übrigens für dieses Fach habe ich mir den Lothar Matthäus an meine Seite geholt, weil ich natürlich ja Trainer war in New York. Und I try to help Matze in the language of the English language. So, Madame, let's go. Dann befürchte ich das Schlimmste. So. Gut. Deine Prüfung beginnt jetzt. Ja. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wie ja. Im Deutschen fangen Fragen im Englischen oft mit Fragewörtern, die mit W beginnen, an. Ja. Frage. Wie spricht der Engländer oder auch der Amerikaner das W aus, wenn er das zum Beispiel im Alphabet aufsagen würde? W. Sehr gut, das ist dein erster Punkt. Hast du schon den ersten Punkt? Oh. Ja, bitte sehr gerne. So einfach geht's. Ja, dann muss ich erst mal als Dieter sagen, finde ich natürlich echt mega, dass Sie mir so eine geile Frage stellen. Ja, mir gefällt auch Ihre Bluse toll. Ja, also ich sag mal so, danke für den Punkt, aber du bist für die nächste Frage im Recall, bitte. Ja, gut. Dann gebe ich mein Bestes im Recall und stell dir die zweite Frage. Warum wird das denn W ausgesprochen? Weißt du das auch? Ja, U ist ja das U. Und weil das ja zwei so Schwünge sind, ist das ein doppeltes U. Also so würde ich es jetzt, als wenn ich jetzt in der Grundschule wäre, würde ich sagen, ich glaube, weil das zwei U sind. Und zweimal U ist ein Double U. Und das ist ein Double U. Sehr gut, du bist auch im Recall für die dritte Frage. Gut gemacht, Matze. So. Aber ich muss jetzt mal ernsthaft sagen, ich bin bei Englisch jetzt deutlich nervöser als bei Sachkunde. Ja. Das ist wirklich so, weil du sofort auf so ungewohnten Terrain bist. Das ist ja Wahnsinn. Du kannst noch eine Eins haben, wenn du es jetzt nicht verkackst. Die nächste Aufgabe. Was haben Sie gerade gesagt? Guck mal, der bayerische Kollege sagt, sie hat verkackt gesagt. Ja, das muss man aber mal sagen dürfen. Ja, klar. Ich muss mich doch auf das Niveau der Schüler so ein bisschen einlassen, oder? So. Ja. Herr Kecker, dann kommen Sie auch im Unterricht. Wissen Sie, wenn Sie mal die Sprache sich sagen, verstehe. Bayern ist entsetzt. Deswegen sind wir ja jetzt auch in Hessen. Ja, so. Aufwand, super. Die nächste Aufgabe geht an dein alter Ego Jürgen Klopp. Oh. An der Tafel würden Sie die bitte mal umdrehen, Herr Pilawa. Ja. Ich finde, ab der letzten Sendung dürfen wir uns alle mal duzen. Aber noch okay. Sind wir beim Sie. Gut, Jörg, dann dreh doch bitte mal die Tafel um. Sehr gerne. So. An der Tafel siehst du einige Fragen, die wir für dich vorbereitet haben. Ja. Allerdings fehlt vorne immer das Fragewort. Deine Aufgabe ist jetzt, und dafür darfst du gerne, oder kommst du bitte an die Tafel. Ja. Yeah. Schnappst dir eine Kreide. Ja. Yeah. Und setzt die fehlenden Fragewörter in die Lücken ein. Achtung, es müssen 5 verschiedene sein. Okay. Yeah. Let me see. Okay. What is your profession? Dann schreib es doch bitte hin. So. What is your profession? Ich hoffe, das ist richtig. How much money do you earn? Ich gebe dir die Rückmeldung, wenn du fertig bist. Das ist ja blöd. Und dann ist alles falsch und ich mache hier einen auf dicke Hose, verstehst du? Ja, so. So, how much money? Why are your teeth so white? Der hat ja jetzt wirklich die neuen Zähne, der hat 32 Stück alle oben. Wahnsinn, oder? So. Why are your teeth so white? Okay. Best friend are you? Wessen best... Oh Gott, was... nein. Which? Which best friend are you? Ist das richtig? Ist which? Which best friend are you? Jetzt bin ich gerade raus. Dann mach doch erstmal die letzte. Ich denke, you're correct. Do you get up in the morning? When do you get up in the morning? So what time is correct, normal? Ja. Aber when apropos must time, be... time. Ja? Time. Okay. Die Zeit läuft. And who best friend are you? Which? Welcher Freund? Welcher beste Freund bist du? Whom? Who? Whom? Whom best friend? Which is which correct? I don't know. Yeah, it's a problem. I'm in the moment because I'm trainer from Manchester City, but only then you should know. 5 years. Then you should only know. Since 5 years. Then you should know. Yeah, but ich schreibe der. Pass auf, ich schreibe wessen und das ist Genitiv. Ja. Kannst du das? Das Genitiv.
Wer war Deutsch? Aber Westen ist doch Genitiv, ne? Ist Westen Genitiv? Westen ist Genitiv. Ja. Können wir das in die Deutschnote mit reinnehmen? Das wäre vielleicht gut. Kannst du das vielleicht auch noch übersetzen, das Westen? Ist es which? I don't know, which best friend are you? I don't know. Aber ganz süß ist das zu beobachten, wie ihr versucht, untereinander euch jetzt richtig. Also es wird nicht besser. Auf Deutsch war es richtig. Auf Englisch wäre es who's. Ah, who's. Könntest du das Matze geben vielleicht zum Ankreuzen? Who's. Du hast das tatsächlich sehr gut gemacht, bis auf die eine Frage. Und Brit nicht petzen. Aber in der Tat, pass auf, ich wäre auf Who's jetzt nicht gekommen. Who's, das ist ich auch ein Fragewort, was benutzt man wirklich sehr, sehr selten. Ja, das ist schon für die Grundschule relativ schwer, muss ich zugeben. Aber wir sind ja hier auch bei Zurück in die Schule und sollst ja auch was leisten. Ein bisschen Herausforderung braucht es ja auch. Du hast das alles richtig gemacht, aber weil die eine Frage nicht stimmt, kann ich dir diesen Punkt leider nicht geben. Vorletzte Frage. Wir kommen jetzt zum Plural und dafür möchte ich dich wieder an die Tafel bitten. Ja, soll ich wieder drehen, Frau? Ja, wir brauchen ein bisschen Platz jetzt. Ja, sehr gerne. So. Man kommt sie auch vor wie früher in der Schule, ne? Ja, klar. So. Hören Sie mal, Frau Hoffart, ja? Also bis jetzt fand der Dieter Sie geil. Also jetzt muss man natürlich, also ich sag mal so. Also bis jetzt ist er Lehrer des Monats, ja, aber es könnte eine enge Nummer werden. So, also bitte. Gut, also ich nenne dir jetzt drei deutsche Begriffe. Zu früh, Begriffe. Das ist die vorletzte Frage. Ja. Ich nehme alles zurück. Sie sehen toll aus. Zu spät. Okay. Zu spät. Außerdem ist er ja schon der Lieblingslehrer. So, also drei deutsche Begriffe. Und du schreibst bitte das englische Wort hin. Und dazu den Plural. Das erste Wort ist Kind. Bitte auf Englisch im Singular und Plural. Okay. Jawohl. Sprichst du es auch mal aus, bitte? Child and children. Very good. So. Thank you very much. Nächstes Wort, Fuß. Was? Fuß. Ja, der Fuß. Ja, das ist, glaube ich, soweit ich das weiß, ist das ja der Food und das ist der Feet. Gut, sprichst du es nochmal aus? Food und Feet. Oh ja, okay, that's okay. Gut, und, super? Ja. Die Maus. Die Maus? Ja. Maus. Und dann ist es Mais, glaube ich, ne? Ist es so? Oh. Maus und Mais. Ja, ich kann es zwar schlecht lesen, aber ich bin ja Sauklauen gewöhnt, deswegen, ich nehme an, das heißt M-O-U-S-E und damit ist das richtig. Sehr gut. Mais. So, es geht weiter mit dem Plural. Jetzt nenne ich dir Wörter, die mit dem Buchstaben Y enden. Und du musst mir nur die Mehrzahl an die Tafel schreiben. Das erste Wort ist Boy. Boy. Gut. Das nächste Wort ist Lady. Lady. Ich glaube, da ist es doch so, ne? Ist nicht richtig? Ist es nicht so? Ist nicht sieht Ladies? Sieht gut aus, ja. Ladies ist mit IE, ne? Und das letzte Wort ist Butterfly. Butter. Da bin ich mir nicht sicher. Butter. Tja. Also ich hätte, einmal bist du schon super. Also instinktiv hätte ich jetzt wahrscheinlich E und ein S gemacht. Also so hätte ich es instinktiv, glaube ich, gemacht. Hätte oder machst Mach ich jetzt so. Gut. Ist es richtig? Ist richtig, super. Richtig! Butterfly mit IES. Ladies, IES. Und Boys nur mit dem S hinten dran. Ja! Sehr gut. Noch kurz zur Aufklärung. Vorne bei den Boys hängt nur ein S davor, weil vor dem Y ein Vokal ist und hinten ist vor dem Y ein Konsonant. Und wenn ein Konsonant davor ist, geht es immer mit I, E, S. Daher hast du das richtig gemacht. Okay.